Bin ein Master-Hacker. Geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Wuhu! Unser erstes Hallo, Rätsel. Ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Das ist das Beste. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Mhm. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich aufpassen, Königin Isabel könnte... nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Okay. Ja. Finde ich. Okay. Finde sie alle. Und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Die Geschichte des Apfels, das ist so schön. Ach, ich liebe dieses. Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh. Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Okay. Kluger Junge. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Ah, hast gut. Daten freigegeben. Am Anfang. So, welche dieser fünf ähneln sich im Kern? Einmal Apfel. Nochmal Apfel. Ich denke mal, dass die auch einen Apfel in der Hand habe. Ich sehe es nicht ganz genau, aber der hat auch einen Apfel, oder? Und er hat einen Apfel. Das war falsch. Ich kann nicht zoomen. Okay, das da. Okay, wir suchen Dinger, die Äpfel haben. Wir gehen jetzt mal von Anfang an durch. So. Also. No, oh, ups. Da. Hat das einen Apfel? Nee. Da. Hat das einen Apfel? Nee. Hey. Das hat einen Apfel. Der Sündenfall hat Apfel. So. So, Sündenfall hat Apfel. So, das, die Venus. Hat nette Apfel. Oh, shit, Alter. Nee, ich wollte das eigentlich anschauen. Das hat eh Apfel. Okay, das hat Apfel. Das hat Apfel. Okay. Die nächsten zwei haben Apfel. Da und da. Und dann, ja, würde ich da noch den noch dazu machen. Oder den. Ah, ja, den da. Ah, doch, hab's geschafft. Immer auf der Suche nach dem Apfel. Ja, man sieht nicht viel am Anfang, aber... ist nicht so schlimm. Sammeln wir uns auch noch zusammen. Fortsetzen. Wen haben wir hier? Ne, geh da runter. Runter. Und dann holst du dir den ganz stealth. So, geschafft. Und jetzt? Oh, ups, kann ich den noch beklauen? Ich glaube schon, oder? Ich frage mich, mit wem du dich angelegt hast. Ruhe in Frieden, wer immer du auch bist. Drei. Okay. Hat sich nicht gelohnt. So, ich will jetzt auf jeden Fall die Codex-Seiten haben. Die nimmt mir jetzt niemand weg. Haben wir jetzt zuerst die da. Die holen wir uns jetzt. Tut mir leid, das muss halt auch sein. Das gehört auch zum Spiel. Codex-Seiten gehören zum Spiel. Diese Morde kennen keine. Ich war's nicht. Scheiße. Ich war's echt nicht. Ich hoffe, das ist keine Sackgasse. Nö, ist zum Glück nicht. So, wir schlagen einfach Haken.
Wasser und gehen durch. Da gibt es noch Fettkohle drin, glaube ich. Aber wir holen uns die Codex-Seiten. Die haben es nicht gemerkt. Das ist schön. Ja, die anderen haben es wahrscheinlich nur gemerkt, weil, ja, ich halt gemordet habe. Sagen wir so. Oh, dann mal noch das Rennen. Und machen wir auch noch. Machen wir auch noch. Aber ich will den Codex haben. Codex. Cortex, Neocortex. Gibt es hier auf der anderen Seite. Hallo. Ah. Loggia de Lanzi. Wunderbar. Gute Bürger von Florenz. Au. Oh. Dieser kleine Scheißkerl. Nee, 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 Scheiße. Bam, bam. Zurück. Jetzt hol ihn dir aber wenigstens. So. So, einmal Codex für mich. Ja. So, aber wir haben noch eine zweite Codex-Seite, die wir auch noch, also die wir zumindest im Moment gerade auf der Karte haben. Ich weiß, wir haben noch ja, alle aufgedeckt. Das kommt eins am anderen, eins am anderen, Leute. Ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Dann wird es halt mal länger als den ersten Teil, ne? 50 Parts. Also Assassin's Creed 2 kann dann halt schon ein bisschen nachkommen. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen. Ach ja? Aber ihr sollt der Beste sein. Beweist es. Mhm. Wohin? Ja? Wohin soll es denn gehen? Okay. Wir rennen. Da hoch. Easy. Mhm. Da geht's weiter. Oh, war nicht so gut. Hoch, hoch, komm. 5 von 14. Das ist schön, dass man hier so eine Anleitung kriegt, wo man langlaufen muss. Hoch, jetzt hier. Nope. Weiter. Nicht schlapp machen. Oh, 45 Sekunden. Da hat's gehupt. Wir sollten uns vielleicht etwas beeilen. So. Okay, hier lang. Darüber. Ah, wunderbar. Das ist der letzte Teil. Tut mir leid, hier muss ich durch. Und 14. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. Hier zwischendurch mal. Ja. Ach, diese vielen neuen Nebenmissionen macht viel mehr Spaß als das andere. Rüstung kann ich mir noch kaufen, ne? Die Schulterteile. Ja. Sollte ich mir eigentlich holen, oder? Komm, wenn wir das jetzt schon haben. Dann haben wir es auch. Tja, dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Ja. Stimmt, dann wirke ich nur so gewöhnlich. Jetzt habe ich es mir geholt, jetzt will ich aber noch die Codex-Seite haben. Die ganz da in der anderen Ecke ist. Ja. Ein paar Aussichtszellen müssen wir halt noch entdecken. Immer mal alles noch. Alles zu seiner Zeit. Jetzt will ich erstmal. Frisch gefangene Igel! Codex haben. Lecker, frisch gefangene Igel. Lecker, lecker, lecker. So, dann rennen wir halt mal durch die Stadt. What the fuck? Tut mir leid, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich kann ja eigentlich theoretisch, könnte ich mal versuchen hochzukommen. Ich glaube, man kann es schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es mal probieren soll. Theoretisch könnte man das nämlich machen. Also ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber hier muss man auf jeden Fall rüberspringen. Da muss man jetzt auch hier irgendwie hochkommen. Okay, hier vielleicht nicht, aber da an der Seite. So. Mit ein bisschen Klettergeschick können wir es zumindest versuchen. Ne.
So. Okay. Jetzt gehen wir nach oben. Ich meine, hier kann man schon reinschauen. Da ist nämlich auch ein Schätzchen drin. Ich weiß es nicht. Das hier ist das große Problem. Doch, da an der Seite kommt man hoch. Wunderbar. Man muss halt ein bisschen einen Umweg gehen, aber... Da gehen wir hoch. Nee. Komm mal rein. Dann holen wir uns schnell den Schatz. Das ist ja geil. Fangen wir unten an. Nehmen noch das ganze Geld mit. Ja, das sollst du da runter. Oh, das ist tief. Naja, geht, ne? Ja, so tief war es jetzt auch wieder nicht. Aber so können wir noch ein bisschen Kohle. Dann haben wir den Turm schon gelootet. Das ist wunderbar. Da. Ha. Was für ein Skill-Jump, hä? Skiller! So, die Kiste haben wir auch schon gelootet. Nee, nicht wieder raus, oder? Hm, doch, wir müssen wieder raus. Doch, einmal wieder außen rum, damit wir hier ganz hoch kommen. Das ist der schönste Ort von Florenz. Schade, dass es gerade im Moment nicht Tag ist, aber bei Nacht sicher auch ganz okay. Zack. Komm in die Mitte. So. Ah, wunderschön. Wir kommen genau am rechten Ort raus. Hä? Perfekt. Perfekt. Schaut's euch an. Mit dem Mond. Und der wunderschönen Stadt. Der höchste Punkt in Assassin's Creed 2, glaube ich. Wunderbar. Ich liebe dieses Spiel.